Da sind wir auch wieder bei Dark Void. Kämpfe dir den Weg ins Gefängnis frei. Nach unserer letzten kleinen Flugeinlage, die erstmal ziemlich in die Binsen ging. Jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen. Und jetzt gibt's erstmal schön auf den Alien-Arsch. Wieder ein bisschen was ich hinkriege. Er ist aber doof, er rennt einfach vor. Jetzt wird ihr dematerialisiert. Bitteschön. Oh oh. Die Nahkampfattacke ist der Hammer. Bams! So, jetzt müssen diese ganzen kleinen Banausen hier leider dran glauben. Aus Wut. Dass die Flugabschnitte so schwer sind. Oder ich es einfach nicht gebacken kriege. Macht denn der da unten? Ach, das ist der Klabusterperle von mir. Das ist doch nochmal eine. Da gibt es nochmal eine. Das ist ein Schutzschild. Nee. Geschützt hat das nicht. Die sind ja hammerstark. Yeah. Smash him down to the ground. Was ist das? Kann ich es kaputt machen? Nö. Was muss ich machen? Ach, da unten hin oder was? Nee. Geht's auch noch zurück. Hä? Kontrollpunkt? Was? Vernichte den Ritter. Ach, ihn hier. Ein leichtes. Alter, lass das. So leicht dann doch nicht. Was geht drauf, Kollege? Yeah. Und sein Schwengel wird mir ins Gesicht gehauen. Und dir hau ich meine fette Krampe in die Fresse, Mann. Er zuckt noch, die letzten Zuckungen. Fick dich. Yeah. Jetzt darf ich es erst zerstören. Eben durfte ich noch nicht. Na gut. Bam. Und sind da die Gefangenen drin, die wir befreien müssen? Oder wir machen einfach mal einen schönen Diver. Yeah. Alter. Das wäre beinahe ein Bauchklatscher geworden. Was soll ich machen? Draufschießen. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, immer draufschießen. So viel Muni-Verschwendung. Warum kann ich da nicht einfach draufhauen? Sonst kann ich mal auf alles draufhauen. Da nicht. Oh, oh. Hier werden Gegner angezeigt. Die sind kein Problem mehr. Aber irgendwo ist noch einer. Mhm, sagte er. Verpiss dich, mein Freund. So, was haben wir denn hier? Was? Beschaffe dir Zutritt zum Herzen des Gefängnisses. Alles klar. Keep going. What you want to find is the central containment area in the core of the prison. Sieht alles so gleich aus. Hier finde ich doch nie wieder raus. Oh. Das sieht dann doch nicht so gleich aus. Das sieht ziemlich groß aus. Na, 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 na. Nicht abhauen, Kollege. Spackung. Oh, oh. Nicht gut. Mein Düsenantrieb ist erlähte. Und irgendwer schießt. Ach, jetzt ist doch mal hier. Wie schießt er denn? Nun stirb endlich! Oh oh, oh oh, oh oh. Oh! Lass mich leben! Leben! Wo muss ich denn hin? Immer noch höher. Wir sind fast da. Oh, wenn er mal seinen dicken Runzelfuß hier drauf setzen würde. Ah, oh, diese Anspannung. Wo jetzt? Noch eins hoch. Dahin. Zack.
Und draufgehauen. So, was passiert? Macht mehr hier. Oh, oh, jetzt kommen sie alle hoch. Ich verpiss mich. Und zack. Und nu, da hinten noch. Kriegen wir hin. Warte. Och, du Arsch. Verarscht hat er mich. Der Arsch. Und draufgehauen. So, und jetzt? Oh, da ist Muni. Soll ich da nochmal hingehen oder explodiert das Ding gleich? Was? Zerstöre das? Oh. Und? War's das? Scheiße. So, macht's gut, ihr Spackos. Was? Schießen wir wegen Energiekerne? Was? Zweiten Kerngenerator freizulegen. Wo denn? Wo denn nur? So viel Text. So viel Text und so wenig Zeit. Ich muss doch das hier. Ne. Wegen den Energiekernen. Da, wo sind die denn? Hier bewegt sich gar nicht. Hat er nicht gerade gesagt, ich soll runtergehen? Nee. Das explodiert, glaube ich, nur, weil wir dieses Upgrade freigeschaltet haben. Dass unsere Munition ordentlich reindrischt. Tja, um ehrlich zu sein, weiß ich es echt nicht, was man jetzt machen muss. Die bewegenden Energiekerne. Bist du ein sich bewegender Energiekern? Du bist kein sich bewegender Energiekern. Du auch nicht. Ich habe keinen Plan. Oder sind es die roten Punkte da auf dem Radar? Die jetzt komischerweise weg sind. Warum auch immer. Was ist das? Nee. Nee. Ich sag's mal so. Nee. Was meint er denn? Sag mal. Ist es hier oben? Also es ist eine sehr undeutliche Instruktion, die ich hier kriege. Möchte ich jetzt mal sagen. Gar nicht. Hä? Was soll ich tun? Sich bewegt. Hier bewegt sich nichts. Na gut, da unten bewegt sich was, ne? Gehen wir einfach mal dahin, wo es sich bewegt. Die sich bewegenden. Aber hier... Das oder was? Ne, auch nicht. Hm. Gut. Oder hier unten? Ich vermute mal das. Mhm. Ahoi. So ist das also gemeint. Wo sind das andere Dinge? Das ist auf jeden Fall schon mal Muni. Muni ist immer gut. Nee, immer. Das ist kaputt. Da hängt eine Strand. Da hängt auch eine Strand. Jetzt hört aber auf, mich zu schießen hier. Ich mache gerade eine wissenschaftliche Arbeit, Kollegen. Mann. So. War es das jetzt endlich? Was immer noch nicht. Also ich habe ein bisschen Angst, da jetzt noch näher anzugehen, weil wenn ich da runterfalle, ich glaube, das ist nicht so gesund. Oder in die Röhre da. Da unten sind auch noch welche. Da unten sind auch noch welche. Da sieh mal einer an. Wer baut denn sowas? Ich meine... Wenn hier mal irgendeine Schraube locker ist, das ist ein Riesenaufwand, die wieder festzuziehen. Das hört sich gut an. Habe ich den jetzt noch jetzt? Genau, zieh deine Zellen ein hier. Hallo. Hui. Oh. Copy that. Also...
Das hat sich doch der Architekt aber auch nicht gut ausgedacht, oder? Dass man das Ding einfach so leicht zerlegen kann. So. Zeig mir deinen Energiekern, Baby. Und jetzt? Alright, that did it. Alpha Team, secure the remaining prisoners and head for extraction. Kontrollpunkt. Na, sieh mal einer an. Wie komme ich jetzt hier raus? Take the access shaft at the bottom to get to the lower hangar. And we'll pick you up there. Okay. Wow. Schididididididid, Entdeckung. Hallo, guck mal, habe ich euch mitgebracht. Moink. Gar nichts gebracht. Gibt's noch eine? Jetzt wirft das Ding doch mal ein Stückele weiter. Tja, das war dumm, ne, wenn du reinfliegst. Ach, guck mal, die sind erstmal markiert, oder was? Markierten halten jetzt extra viel aus. So, alte Taktik. In die Klöte, in den Rücken und entzücken. So. Funktionuggel doch. Die Mission gefällt mir wesentlich besser. Ein Fauxpas. Oh, jetzt hat er Respekt vor mir. Ja, Kollege. Will. Oh, man, you startled me. Er hat sich auch erschreckt. I'm trying to get these cells open. Let me see what I can do. Was? Die Steuerleiten kriegen wir hin, aber wir gucken mal ganz kurz hier rein. Denn jetzt können wir endlich unseren Jetpack hier upgraden. Und das machen wir auch. Damit wir da mal ein bisschen mehr Feuerpower haben. Was, da soll ich drauf schießen? Das hättest du nicht gebacken gekriegt. Du hast auch eine Waffe. Ui. War denn das? Ach, die Gefangenen. Stimmt, da war ja was. Rein damit! So. Ich finde es immer blöd, dass mir die Reihenfolge angegeben wird, wie ich das machen muss. Ist doch völlig Bums, welche ich nun zuerst runterhole oder nicht. So ein bisschen wie die Zellen bei Half-Life 2. Hi. Mein Danke oder sowas ist mir angebracht, finde ich zumindest, so von der Höflichkeit her. Got it. Keep him safe. Yeah. Was? Wohin? Hier. Ach, ihr. Ihr könnt doch nichts. Dachte ich zumindest. Er kann ja nix und gibt mir gerade voll auf die Schnauze. Also sie machen halt nicht viel Schaden. Was ist das? Magnetar. Wie konnte ich die Waffe wechseln? Oh Gott, was macht ihr? Du sollst die Waffe wechseln, du alter Spacko. Ich habe die Rakete gezündet. Oh. Na gut. Was ist das? Das war doch eben nicht da. Ach doch, da habe ich drauf geschossen. Ach komm, jetzt nochmal den Mist hier. Ruf zu labern. Nach solchen Dingern hätten sie doch echt mal hier einen Safe Spot machen können. Jetzt hau deine Hand da rein, Mann. Ja, dein Leck, Alter. Du leckst vielleicht. So, weg mit euch. Auf die Hütte. War hier noch irgendwo einer? Wir haben noch alle, oder? Don't be afraid. You're okay now. There's a shaft over there that leads to the hangar. I'll bring the prisoners down the back stairs. Na dann mach auf die Hütte hier. Keep them safe. Wie auch immer du das aufkriegst und ich nicht. So, Waffe wechseln. Nach oben drücken. So war das. That's better. Jetzt soll ich die wieder aufheben, oder was? Nee. Ui. Runter geht ab. Oh oh. So.
und Landephase einplanen. So, besiege Dämonen, so wie immer. Mach alles platt. Sei der Beste, sei der Held. Sind das welche von mir? Das sind welche von mir. Feinde? Hier. Hallo. Genau da, wo mal keiner ist. Lass mich raten, er hat es oben hingeworfen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Alter, was rollen die denn da so weit? Ich kann da oben nicht landen. Es ist wirklich zum Mäusemelken hier. Ich meine, das war schon blöd, aber... Es wirkt irgendwie so logisch. Da unten sind so ein paar Leute, dass man einfach nur 3 Granaten runterwirft. Und man hätte da den gesamten Bereich irgendwie abgedeckt, aber es geht einfach nicht. Es ist einfach wirklich ohne Mist eine, wie soll ich sagen, sehr eigenwillige Steuerung. So, guck mal, wenn ich jetzt hier so das abprallt und dann runterfällt, wäre toll. Oder mit, ich verstehe es nicht. Das ist doch... Was ist das für eine Waffe? Die ist doch schwachsinnig. Jetzt reicht's. Rambo. Noch Fragen? So, alte Taktik ist immer die bewährtesten. Einfach auf die Schnauze geben. Und die Musik passt ja mal gerade nicht, oder? Jetzt ist hier Rambo-Action angesagt. Alter, der mit seiner Violine hier ist ja David Garrett unterwegs. Jetzt muss hier Metallica oder Slayer mal ordentlich in die Klampfe hauen. So, ihr alten Spackos. Du weißt selbst nicht, was du machen sollst, ha? So, nochmal nachladen und dir hau ich eins auf die Mütze. Boing. Oh oh. Was? Hinter mir auch noch. Was? Wo denn nur? Hallo. Komm runter. Hör auf mit dem Mist. Nö. Hör auf, so rumzufliegen. Nicht, dass die gleich hier alle spawnen. Ich verkrümel mich einfach. Ah, das ist bestimmt der Spawnpunkt. Immerhin, jeder dritte Schuss ist ein Treffer. Oh ja. Ein neues Gewehrchen. Ja, ganz ehrlich, die Waffe ist einfach der Hammer hier. Sprich mit Tavi. Alter, er ruft mich auch, weißt du? Die Schlacht ist gerade mal eine Sekunde rum. Und er grölt mich hier schon an. Taking blood and running tests. Don't worry, we'll get you out of here. Yeah. Kriegen wir hier alle raus. Und er ist schon ein bisschen länger hier. Er weiß, wo es lang geht. Wenn du jetzt da reingehst, dann kann ich dir sagen, da geht's nicht weiter. Sehr gut, da war ich schon. Was ist das? Die anderen Jungs, wollen die mitkommen oder nicht? Beschütze den Gefangenen. Er haut ab oder was? Ich soll die beschützen? Was ist das für ein Käse? Oh oh. Gehört er irgendwie zur Zwischensequenz? Der sieht so unbesiegbar aus. Na komm, fang an mit Brennen, sehr gut. Nee, den kriegen wir gut alle. Ah, sehr gut. Der befreit die hier. Ich sehe nicht mal einen Feind. Hä? Hä? Da war doch gerade irgend so ein Schlanzarsch. Kommt jetzt hier drauf, Jungs. Ich sehe überhaupt keinen. Oh. Den sehe ich. Runter von meinem Schiff, Mann. So.
Es ist nicht so, als würde ich es nicht versuchen. Beschütze die. Ja, wie? Ich sehe die fucking Gegner nicht. Ich sehe die echt nicht. Ach, da oben. Oh, Mann. Kann das nicht mal einer sagen? Weißt du, die labern hier die ganze Zeit. Und ich bin die absolute Blinse hier. Oh, vom Schiff runter gepfeffert. So, da ist er wieder. Der hält der Stunde und kriegt wieder auf den Sack. Oh, oh. Aua. So, sehr schön. Irgendwie ist hier noch einer. Was macht er für kreisende Bewegungen? Hör auf mit dem Mist. Weg hier. Jetzt gib Stoff. Pass auf, Beobachter. Oh oh. Zwei Stück, um genau zu sein. Fuck. Hat das Ding hier irgendwo eine Kanone oder sowas drauf? Ich glaube, es ist sinnvoller, erstmal einen alle zu machen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gerade mache. So, mal einer da hochgefeuert. Oh, der hat gesessen. Wo ist das andere Vieh? Gefällt dir das, hä? Smash. Also die Schlapperschwänze sind schon cool gemacht. Die Mission hat mir gefallen. Die hat mir bis jetzt richtig gut gefallen. Ich konnte wieder schön meckern, es war schwer. Aber nicht zu schwer. Gefängnisausbruch. Und jetzt heißt raus hier. Kapitel 2. Abbrechen des Lagers. Na gut, ich sag mal, die nächste Sequenz, die gucken wir uns noch an. Und dann mache ich einen Break. Und oh, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier auf Lindag mit Dark Void. Natürlich nach der Sequenz. Tschüss. Oh, doch noch nicht. Wer hätte das gedacht? Das Problem ist halt, wenn ich das Spiel wieder lade, dann kommt die Sequenz nicht mehr. Von daher gucken wir uns die jetzt noch an. Kaufen können wir eh nichts, wenn überhaupt eine kommt. Ich vermute mal schon. Kommt auch immer eine. A Tam, an unidentified just landed. You're not gonna believe this, but I think he made it back. Komm. I'm fine. Really, please. Without Tesla, there would be no arc. First a feeble spark, next a flickering flame, then a mighty blaze. Good to see you, my friend. The camp's position is compromised. They're gathering an attack force. We are not safe here. Everyone, prepare yourselves. The arc sails at dawn. Ava? Will, Atam was just telling me about you. Wait, you're just gonna smile? Say hello like nothing happened? Ava, where the hell were you? You're never gonna believe... Ava, it's Nicola. I need your assistance on the bridge. Copy that. I'm on my way. Oh, it's great to see you, Will. It really is. I'll talk soon.